Heute gibt's was auf die Ohren, ihr Lieben. Ich habe euch ein paar Gehörschützer mitgebracht und ich schnack gar nicht lang rum. Ich zeige euch, was ich dabei habe und möchte euch gerne meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung über die Dinger zeigen oder sagen. Weil das ist jetzt nichts Messtechnisches oder nichts, was messtechnisch ausprobiert wurde, sondern was ich mit meinen zwei Waschlappen hier ausprobiert habe. Ich habe drei verschiedene Gehörschützer da und möchte euch da den Unterschied zeigen und erklären, so gut ich es eben kann, und meine persönliche Meinung dazu. Und wie immer, alles, was ich hier so zeige, verlinke ich euch natürlich unten. Zwei von den drei Geräten habe ich selber bezahlt. Nichtsdestotrotz, wenn mir hier was auch an dem gestellten Gerät nicht passt, werde ich euch das sagen, weil wenn ich mir das mal verbieten lasse, dann brauche ich auch kein YouTube machen. Ganz einfache Geschichte. Also ihr Süßen, ich stelle euch jetzt mal runter, damit ihr seht, was abgeht. Und dann hört ihr euch mal mein Gesülze an. Oder ihr zieht einen Gehörschutz auf, dann müsst ihr es nicht hören. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich dabei habe. Ich habe zwei Kapselgehörschutz dabei. Ich habe einen In-Ear-Gehörschutz dabei. Und ich habe einen In-Ear-Kopfhörer dabei. Also, als allererstes mal, wie gesagt, falls ich irgendeinen Fehler mache oder so, bitte schreibt es mir auch unten in die Kommentare rein. Ich bin immer bereit, was dazu zu lernen, und gegen konstruktive Kritik habe ich nichts. Als allererstes mal, ich habe hier zum Beispiel einen günstigen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer, der hier auch so einen Gummipinüppel hat wie die ganzen Dinger. Das als allererstes ist ein Bluetooth-Kopfhörer. Das ist kein Gehörschutz. Warum? Der macht die Muschel nicht ganz zu. Das Ding ist, um das Teil eher ein bisschen im Ohr zu halten, damit es nicht so rumrutscht. Und natürlich auch ein bisschen als Noise-Canceling zu dienen, aber das ist kein Gehörschutz. So, als zweiten in der Runde fangen wir mal an mit dem In-Ear von Isotunes. Kennen viele, habe ich sogar mal verlost, habe ich mal zwei Stück gekauft, da gab es so eine Aktion von Isotunes. Warum ist das ein Gehörschutz und das andere nicht? Ganz einfach, weil wir haben hier diesen Schaumstoff, den man hier eben sieht, der da, der durchgehendes Material ist. Wenn man den zusammendrückt, so, dann bleibt er kurz so, dann kann man sich den komplett in den Gehörgang einführen und dann geht der auf wie ein Schwamm und das Ding macht einfach zu und lässt dann eben die lauten Geräusche nicht bis ans Trommelfell ran durch den Gehörgang. Das ist die Geschichte. Hier diese Leitung, die kann man dann verbiegen, die kann man sich dann ums Ohr drum rumlegen. So, also hier ist dann so eben die Ohrmuschel. Und dann geht er eben in die Ohrmuschel oder um die Ohrmuschel drumherum und die Geschichte geht ins Ohr rein. Ich habe den Isotunes eine ganze Weile lang benutzt, weil der natürlich auch überall beworben wird wie Hulle. Das ist der allererste, das ist noch das erste, das alte Modell von diesem, ich glaube, der hieß Isotunes Pro, wenn ich mich nicht täusche, aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Das ist eins von den ersten Modellen mit In-Ear. Die Musikqualität, muss ich ganz ehrlich sagen, ist überschaubar. Man kann Musik hören, aber es gibt Musik hören und Musik hören. Das ist eher Zweiteres. Das Zweite ist, die Gesprächsqualität, wenn man mit dem Ding telefoniert, ist wirklich grottig. Also wirklich echt grottig. Da haben sich immer alle beschwert, dass man mich kaum gehört hat. Und ich habe auch mit zwei, drei anderen Isotunes-Besitzern gesprochen. Und das ist wirklich echt bei diesem Modell übel. Bei den neuen In-Ears, die Isotunes rausgebracht hat, soll das Bluetooth-Modul anscheinend besser sein. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist halt nicht immer alles Gold, was glänzt. Also, wie gesagt, und es ist natürlich eine Geschmackssache. Die einen sagen, der Isotunes-Kopfhörer, der passt denen gut. Die anderen sagen, der passt denen nicht so gut. Problem an der ganzen Geschichte ist, man kann nicht wirklich sagen, ob das gut oder schlecht ist, bevor man es nicht probiert hat. Weil jeder Mensch hat eine andere Ohrmuschel und das muss halt einfach passen. Ich muss sagen, die hängen bei mir schon eine ganze Weile rum. Ich habe die schon echt lange nicht mehr benutzt, weil ich einfach die Musikqualität und die Gesprächsqualität beim Telefonieren grottig finde. Als Gehörschutz taugen die wirklich gut. Die machen das Ohr richtig schön zu. Das, also den Zweck der Sicherheit erfüllen sie schon. Aber der Rest, naja. Und die haben damals fast 100 Euro gekostet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, nein. So, schmeißen wir die mal rüber. Jetzt fangen wir mal mit dem Kollegen an von Stier, den ich jetzt seit einem Jahr benutze. Aktiv bei der Arbeit und bei meiner Baustelle zu Hause. Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer von Stier und der hat normalen Radioempfang, der hat Bluetooth und der hat einen eingebauten 4 GB Speicher, wo man dann auch Musik eben drauf spielen kann. Auffällig, weswegen ich mich für dieses Modell damals entschieden hatte, als ich den gekauft habe, ist ganz einfach der hier. Das ist der Ein- und Ausschalter inklusive Lautstärkeregler mit dem Drehknopf. Warum? Ich mag gerne ein haptisches Feedback. Vor allem, wenn ich bei der Arbeit sehr, sehr oft Handschuhe anhab,
kann ich das Ding einfach am Kopf schnappen. Ich brauche da nicht auf irgendwelchen Tasten rumdrücken und die ertasten. Hier habe ich den Pinüppel. Zack, an, zack, aus. Funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Der Kopfhörer ist von der Verarbeitung qualitativ wirklich okay. Ich habe den, das sieht man ja schon, Dreck überall und so weiter. Ich kriege mit dem Ding in Maschinen rum. Ich habe das Ding beim Baggern benutzt im Garten. Ich habe den benutzt auch beim Gartenzaun setzen oder. Nachteil bei dieser Sorte von Kopfhörern ist im Sommer aber einfach, er ist warm. Man schwitzt halt einfach drunter. Aber das ist natürlich das Los von jedem Kapselgehörschutz. Also nicht speziell dieser, sondern man schwitzt im Sommer unter jedem Ding, weil die Teile sind halt einfach groß. Vorteil bei so einer Mühle ist, du hast eben das komplette Ohr gekapselt. Mitsamt der Gehörmuschel, weil die natürlich da drin ist. Bei diesen In-Ear-Kopfhörern ist es eben einfach so, der Körper oder das Ohr kann auch Schall über die Ohrmuschel aufnehmen und den auch noch weiter übertragen, wenn es wirklich richtig, richtig laut ist. Bei dem hier eben nicht, bei den Kapselgehörschutzen im Allgemeinen nicht, weil das ganze Ohr abgedeckt wird. Was man bei diesem Stier-Kopfhörer bemerken muss, was sehr, sehr, sehr positiv ist, ist der Akku. Der wird euch allen als ehemaligen Nokia-Besitzern bekannt vorkommen. Das ist ein BL5-Akku und der kostet nicht viel, wenn man den Akku... Also ich habe den Gehörschutz damals in der Aktion gekauft für 49 Euro. Zwischendurch kostet dann auch wieder 69. Ich hatte das Glück, ihn für 49 zu kriegen und dann habe ich noch einen zweiten Akku für 4,95 dazu gekauft, weil ab 50 Euro war Versand kostenfrei. Dann habe ich gesagt, na, kauf mir lieber einen Akku, der liegt immer noch oben in der Schublade. Weil, wie es jeder auch weiß, die Nokia-Akkus, die heben ja länger als, keine Ahnung, als eine lebenslängliche Strafe. Also, was wirklich bemerkenswert ist, ich lade das Ding alle 2 Wochen und benutze den fast täglich. Also auch über einen längeren Zeitraum, über mehrere Stunden. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut, das Ding. Was mir nicht so gut gefällt, ist der Radioempfang. Der ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich ganz ehrlich sagen. Das knistert relativ laut. Das kann aber auch an der Gegend liegen, wo ich hier wohne. Das möchte ich jetzt nicht beschwören. Aber immer, wenn ich das Radio benutzt habe, die Radiofunktion, war der Empfang eigentlich relativ überschaubar. Die Gesprächsqualität über Bluetooth ist wirklich gut. Von der Lautstärke her sind die ganzen Gehörschützer ja eigentlich von Gesetzes wegen her begrenzt. Also wenn jemand wirklich richtig laut Musik hören will, das sollte man mit so einem Ding nicht versuchen, weil das wird er gar nicht machen von der Lautstärke her. Das ist ja ein Gehörschutz und kein Gehörzerstörer. Wenn ihr die Außengeräusche, die lauten, ausblendet und euch die dann mit dem Kopfhörer direkt in die Birne drückt, das macht ja auch keinen Sinn. Aber der macht das Ohr wirklich so gut zu, dass man auch im leisen Modus schön Musik hören kann bei der Arbeit und das ist doch recht entspannt. Ich höre meistens Podcasts oder Musik. So, der 4 GB Speicher, den habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, aber ich habe von mehreren Leuten gehört, die den benutzen, dass das recht gut funktioniert, weil doch einige Leute, die ich kenne, diesen Gehörschutz haben. Meinen habe ich schon richtig malträtiert, ich habe mich da schon draufgesetzt, der ist mir schon vom Bagger gefallen, ich habe den auch schon in die Gegend rumgetreten, also ich habe es dem schon richtig besorgt. Und muss ganz ehrlich sagen, das ist so mein kleiner geheimer Favorit, weil für 49 Euro, was ich damals bezahlt habe und jetzt vor kurzem war es auch wieder, vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit, wo der Zeitpunkt aufgenommen wird von dem Video, gibt es den vielleicht mal wieder, muss man ein bisschen gucken, ist eine ganz klare Kaufempfehlung von mir. Ich bin mit dem Ding wirklich sehr, sehr, sehr happy, muss ich sagen. So, und dann bin ich neugierig geworden, weil viele meiner Schrauberkollegen hier bei Instagram und YouTube mit dieser Firma um die Ecke gekommen sind. Mit der Firma Wolf. Wie ihr seht, ich habe das Ding auch schon eine Weile in Benutzung. Ich benutze den jetzt seit fast 2 Monaten, weil ich euch ein richtiges Feedback zu dem Ding geben wollte und euch das Ding nicht nur in die Kamera halten tue, damit ihr auch wirklich wisst, was der Unterschied ist. Das ist der hochpreisigste von allen Kollegen, die ich hier habe. Und was natürlich auch auffällt, ist, wir haben hier zum Beispiel einen gepolsterten Bügel, wir haben hier noch eine zusätzliche Antenne und was man zu diesem Kopfgehörschutz noch optional erwerben kann, ist dieses Zusatzmikro, das man dann eben auch an- und abstecken kann. Ich benutze das Zusatzmikro, ich biege das einfach nur nach oben. Was man so auf den Fotos nicht sieht, dieser Schwanenhals ist aus Metall, das ist also nicht irgendwie Plastik oder sowas, sondern den biege ich immer nach oben, dann ist der so versorgt an der Seite, dann stört er mich nicht. Und wenn ich dann telefonieren tue, kann ich den vor den Mund nehmen. Der Gehörschutz hat keinen internen Speicher, so wie ich das gelesen habe, aber dafür hat der DAB. So, die Firma Wolfs war so nett, nachdem ich sie angeschrieben habe, und hat mir 2 Stück zur Verfügung gestellt. Den einen
habe ich einem ganz, ganz lieben Arbeitskollegen von mir gegeben, damit der den auch mal testen kann und mir ein Feedback geben kann, wie das Ding so ist. Und da bin ich eigentlich genau der gleichen Meinung wie er. Der Wolf ist ein Ticken schwerer als der Stier. Das merkt man sofort, wenn man die in der Hand hat oder wenn man die aufsetzt. Er hat wirklich sehr hochwertig gearbeitete Polster, da gibt es gar nichts. Die kann man dann auch abnehmen und reinigen. Zusätzlich dazu, wie gesagt, die Antenne. Ich dachte zuerst, dass die mir irgendwie vielleicht im Weg ist oder sonst irgendwas, aber ich habe jetzt, wenn ich bei den Maschinen geschraubt habe, bin ich ein, zweimal mit der Antenne oben irgendwo dran gekommen und das war eigentlich ganz lustig. Da habe ich nämlich gemerkt, dass ich oben fast mit dem Kopf irgendwo gegengestoßen wäre. Ist jetzt weder positiv noch negativ, wollte ich einfach mal erwähnen. Der Wolf hat keinen BL5-Akku, sondern das ist so ein eigener Akku von denen mit einer Strippe dran, den man dann eben einsetzt. Wird dann hier auch unter diesem Deckel schön spritzwassergeschützt verpackt. Da ist dann so eine Gummisicke drin, wenn der Deckel drauf ist. Und ins Auge fällt das große Display mit den einzelnen Tasten. Und das war auch der Grund, warum ich Wolf angeschrieben habe, der Drehknopf. Genau wie beim Stier auch, der Drehknopf. Das ist wirklich, achtet bitte auf sowas, wenn ihr euch einen Bluetooth-Kopfhörer kauft. Aus Erfahrung, weil es wirklich geschickt ist. Ihr habt die Hände voll, Handschuhe an, dreckige Finger, sonst irgendwas. Wenn ihr mit einem schmierigen Finger hier irgendwo am Display rummacht, dann sieht das Ding aus wie die Sau. Hier ertastet ihr einfach den Knopf, schnupp, drehen und dann ist schon gut. Ich kann ihn hier mal eben anschmeißen. Dann kommt da auch so ein tolles Display, wo dran steht hier Wolf Join the Pack. Das fand ich eigentlich ganz lustig, völlig sinnbefreit, aber ich fand es geil, weil ich einfach ein Kerl bin. Ne? Wir haben, wie gesagt, DAB, normales Radio und Bluetooth. Zum Radioempfang. Der Radioempfang bei dem Ding, auch durch die externe Antenne, ist sehr, sehr gut. Der DAB-Empfang ist wirklich grandios, weil DAB ist halt DAB. Ne? Wenn ihr DAB-Empfang habt, ist es natürlich geil und da knistert nichts, da knackt nichts, das ist schon ganz cool. Warum ich diesen Gehörschutz geil finde, ist einfach dieses Zusatzmikrofon. Wenn ihr nämlich das Ding aufhabt, habt ihr das Zusatzmikrofon, wie bei dem Headset vom Computer, direkt vor dem Mund. Und der Vorteil von diesem Zusatzmikrofon ist einfach, ihr sitzt zum Beispiel auf einem lauten Bagger, wie in meinem Fall, oder schraubt an einer lauten Maschine oder habt ein lautes Umgebungsgeräusch. Dann habt ihr das Mikrofon direkt vor dem Mund. Und wenn ihr mit jemandem telefoniert, ist das wirklich glasklar und super, super, super verständlich. Wenn man das Mikro zieht, schaltet der um auf das interne Mikro, was er hat, hier vorne dran durch das Loch und dann ist der, also die Gesprächsqualität ist in Ordnung. Ist annähernd so wie bei dem hier. Wenn es dann halt lauter wird, muss man eben irgendwo hingehen, wo es leiser ist. Wenn man ein lautes Umgebungsgeräusch hat, auf irgendwelchen Baumaschinen rumfährt oder sonst irgendwas, kauft euch so ein Zusatzmikro dazu. Das Ding ist sein Geld wirklich wert, weil egal wie laut es außenrum ist, man kann euch verstehen. Ihr könnt einfach weiter telefonieren und das ist schon echt geil. Ich könnte mir das jetzt vorstellen, im Straßenbau, was weiß ich, ein Walzenfahrer oder ein Baggerfahrer oder irgendwie jemand, der auf der Baustelle mit den anderen auch kommunizieren muss, während er seine Arbeit macht, kann mit diesem Kopfhörer oder mit diesem Gehörschutz wirklich richtig Sahne telefonieren. Die Geschichte hat aber auch seinen Preis. Dieser Kopfhörer kostet 189 Euro ohne das Zusatzmikrofon. Das Zusatzmikrofon kostet, glaube ich, nochmal 30. Da habe ich jetzt vorher nicht geguckt. Wie gesagt, ich verlinke euch beides unten dran. Das kostet nochmal extra. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr viel telefoniert bei der Arbeit und das Ding benutzt, dann sind es diese 30 Mücken wirklich wert. Definitiv. So, das war die Vorstellung von den drei Gehörschützern. Jetzt mal so ein kurzes Gesamtfazit. Fazit mit diesen drei Gehörschützern. Der Isotunes, da würde ich als Überschrift wählen, hat's versucht, hat's nicht ganz geschafft. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Knete, die ich für die Dinger ausgegeben habe, hätte ich dann mal lieber in Bier investiert. Hätte ich wenigstens Spaß mit gehabt. So, mein persönlicher kleiner Preis-Leistungs-Favorit ist der Stier. Wundert euch, dass ich euch jetzt nicht den teuren aufs Auge drücke, hä? Nein, ist der kleine Stier. Für einen stabilen Fuffi macht das Ding einen super Job. Stabil, widerstandsfähig, wie gesagt, ich bin schon draufgesessen, runtergeschmissen und so weiter und so fort. Das Ding funktioniert einwandfrei. Die Akkulaufzeit ist bei beiden etwa ähnlich. Ich bin wirklich ein Riesenfan von dem Teil. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Bluetooth-Gehörschutz kauft, der das Ding aber auch täglich benutzt, vielleicht ab und zu Baustelle, was weiß ich,
ist mit dem Stier wirklich sehr, sehr gut bedient. Wirklich, für das Geld kann man nicht sagen, der fliegt dann halt auch mal eine Weile lang im Auto rum oder. Ich benutze das Ding wirklich hardcore, wie gesagt, seit einem Jahr und bin schwerst zufrieden mit dem Teil. Also, das Ding ist wirklich richtig gut. So, was könnte ich jetzt aber über den Wolf sagen mit seinen stolzen 190 Euro? Den Wolf würde ich Leuten empfehlen, die beruflich sehr viel mit Gehörschutz arbeiten, weil es ein wirklich rundum hochwertig verarbeiteter Gehörschutz ist, der die Kapsel richtig gut zumacht, der wirklich ein gutes Noise Cancelling hat und eine hervorragende Bluetooth-Gesprächsqualität. Mit dem kann es halt sein, wenn ihr auf einer lauten Maschine sitzt, dass ihr die Maschine ausmachen müsst oder halt einfach mal irgendwo anders hingehen müsst, wo es ein bisschen leiser ist. Geht aber recht gut, also auch nicht viel anders, wenn ihr das Telefon am Ohr habt. Bei dem kann es wirklich ringsrum brüllen wie Sau, du wirst verstanden. Und das macht mich eigentlich, das beeindruckt mich bei dem sehr. Wie gesagt, beide haben diesen Drehknopf, den ich echt geil finde. Aber so einen Kopfhörer würde ich wirklich jemandem empfehlen, der jeden Tag stundenlang einen Gehörschutz trägt. Wir haben hier noch eine Polsterung, eine leichte, hier ist gar keine drauf. Ich habe ja sowieso eine Matte wie ein Afro, bei mir ist das dann egal und ich trage auch relativ viel Mütze, dann ist es auch recht wurscht. Aber wenn einer das Ding auf dem nackten Kopf trägt, ist es mit diesem Polster doch ein bisschen angenehmer. Und wie gesagt, wenn jemand viel Radio hört oder viel DAB hören will oder sonst irgendwas, ist das Ding natürlich Sahne. Also man muss für sich selber entscheiden, ob man die Knete ausgeben will oder nicht. Aber rein qualitativ und rein technisch ist der Wolf die Knete wert. Hier nochmal Dankeschön an die Firma Wolf, dass sie mir das Ding geschickt hat für ein Review und auch einen lieben Gruß an meinen Arbeitskollegen, der Mario, der das Ding immer noch in Benutzung hat, weil es macht schon Sinn, dass mein Kollege seine Ohren schützt. So, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, das sind meine persönlichen, wie soll ich sagen, Meinungen über diese Geräte. Jeder hat eine andere Meinung und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, jeder hat ein anderes Ohr, jeder hat eine andere Kopfform. Ich finde den bequem, ich finde den auch ultra bequem, obwohl er ein Ticken schwerer ist, aber jeder Mensch hat da eigentlich seinen eigenen Geschmack und sein eigenes Empfinden. Ich kann den jetzt geil finden und ein anderer sagt, nee, Alter, das Ding drückt mir am Kopf wie irre, komme ich nicht klar mit. Also bei solchen Gehörschützern, wenn ihr die Möglichkeit habt, die mal zu testen und einfach mal Test zu tragen und zu gucken, ob die irgendwo drücken, weil nicht jeder Kopf ist gleich, nicht jedes Ohr ist gleich, das müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Aber ich muss sagen, technisch, wie gesagt, kann man mit den zwei Dingern wirklich nichts falsch machen. Ich weiß nicht, wie die Kapsel von iZotunes ist, habe ich nicht probiert, habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, das Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Habe von mehreren gehört, die soll wesentlich besser sein als der In-Ear. Aber naja, das ist halt immer das Problem, auch wenn es warm ist, dass man dann schwitzt. So, wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es mir unten rein. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Egal, was ihr gerne so macht. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.